Hallo und damit herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video auf diesem Kanal, also von gleich. Und ja Leute, heute gibt es mal wieder Update-Views, zum ersten Mal Update-Views. Und wir reden jetzt einfach mal darüber. Und wir reden natürlich mit Profi, mit Captain Profi und Das 5.1er Update, gab es einige interessante Sachen, also okay. Der ein oder andere hat natürlich dieses kleine Trommelgewehr mit Sicherheit schon entdeckt, das wird ja auch schon ganz am Anfang angepriesen. Ist ganz cool, interessant, aber was richtig geil ist, ist der neue Schlürfsaft-Buff. Also das Ding ist komplett geändert worden. Schieß mal an. Ich schieß dir mal auf den Fuß, ja? So, warte mal, du hast... So, zack, und jetzt... Ich schieß dir nochmal auf den Fuß. Zack, und jetzt gut, jetzt aufhören. So, okay. Und du hast jetzt den Schlürfsaft. Ja. So, jetzt, also bis jetzt war es so gewesen, Schlürfsaft, 50 Energiepunkte, 25 Schild, 25 Leben. Ja. Wenn ihr aber jetzt, sage ich mal, zum Beispiel 100 Leben hattet, dann wurden nur noch die 25 Schildpunkte hochgehalten. Deswegen haben die meisten die Schlürfsäfte einfach liegen lassen. Ja. So, also Minis genommen, Schlürfsaft liegen lassen, scheiß drauf. So, aber jetzt, haben sie jetzt geändert. Der Schlürfsaft bringt jetzt 75 Punkte. Und fängt an bei der Lebensanzeige. Das bedeutet, also er hat jetzt hier zum Beispiel 62 Leben und trinkt jetzt den Schlürfsaft, was relativ schnell geht. Und jetzt geht die Lebensanzeige hoch bis auf 100. Dreifach so schnell. Ich glaube dreifach so schnell. Ja, cool. Bis auf 100. Und danach geht es weiter beim Schild. Also das ist natürlich mega geil. Also insgesamt macht er 75? 75, genau. Und gerade wenn ihr solche Situationen, ja, wenn ihr mal irgendwie im Sturm seid und das Ding macht Zweier-Ticks oder so, das hilft halt mega geil hier, ja, um da noch rettend rauszukommen. Das heißt also, Schlürfsäfte in Zukunft nicht mehr liegen lassen und einsammeln. Die Dinge sind richtig gut geworden. So, das nächste, was geändert wurde, ihr habt das, kommt immer drauf an, wie ihr jetzt baut. Also, jetzt hör mal auf. So, das müsstest du wahrscheinlich zeigen, weil sonst sieht man es nicht. So, die Wände, also ja, Holz. Holzwände haben 150 HP inzwischen. Ja, na, darum geht es jetzt erstmal. Also, die Start-HP. Es geht erstmal darum, dass ursprünglich war bei Holz, Stein und Metall waren die Start-HPs unterschiedlich gewesen. Holz hatte 100 HP am Anfang, Stein 90. Und Metall, hast du überhaupt das Zeug da? Weil, was soll ich dir droppen? Komm, ich dropp dir. Hier, da einmal. Oh, guck mal, wie witzig. Da einmal. Ja, sieht cool aus. Ja. So, also. Das wurde jetzt geändert. Alles startet mit 80 HPs. Holz startet mit 80, Stein startet mit 80 und Metall startet mit 80. Der einzige Unterschied ist dann letzten Endes, genau. Der einzige Unterschied ist letzten Endes die End-HP-Zahl. Bedeutet, wenn ihr euch schnell einfach schützen aber wollt. Aber das gilt nicht für alles. Es gilt jetzt nur für die Holzwände zum Beispiel. Weil hier die Pyramiden haben zum Beispiel 140 HP. Und die Treppen auch 140 HP. Und die Böden auch 140 HP. Ja, und womit fangen die an? Die fangen mit 75ern. Alle? 75, ja. Okay, und die Treppen? 75. Ach was, das heißt also, wenn ich eine Wand baue, dann habe ich mehr Schutz als mit der Treppe am Anfang. Ja. Gut, wenn ich natürlich beides hintereinander mache, dann habe ich natürlich den doppelten Schutz. Also bedeutet, wenn ihr am Anfang darauf achten wolltet, dass ihr möglichst viel Schaden abwenden könnt, das ist jetzt, naja, das ist ein bisschen weniger jetzt geworden. Ja, es ist jetzt nicht so viel, aber immerhin ein Schuss Unterschied unter Umständen, ne? Jo, das sind die beiden wesentlichen Sachen, die es bei diesem Update gab. Und das wollten wir euch einfach mal zeigen, wenn es euch gefallen geholfen hat. Bis dahin, haut rein und tschüss.